Mehr als 20.000 Menschen sind in Deutschland obdachlos infolge von Jobverlust, Krankheiten oder anderen Schicksalsschlägen. Doch nicht nur sie zählen zu den Außenseitern unserer Gesellschaft. Insgesamt hat sich die Zahl der von Armut Betroffenen seit Jahren auf einem erschreckend hohen Niveau eingependelt. Was es bedeutet, ohne Unterkunft leben zu müssen und wie schnell es dazu kommen kann, darüber spreche ich später mit Sabrina Tophofen, die schon mit 11 Jahren das Leben auf der Straße beginnen musste. Also dann der Entschluss, wirklich auf die Straße zu gehen. Bei Sabrina war das schon ganz früh die Entscheidung, aber natürlich ganz anders motiviert. Mit 11 Jahren von zu Hause weg, dann auf der Kölner Domplatte gelandet. Wie war das Elternhaus? War die familiäre Situation so extrem, dass das gar keine andere Möglichkeit mehr gab? Ja, es gab einfach definitiv keine andere Möglichkeit. Also mein Vater war schwerer Alkoholiker und ja, war ein sehr aggressiver Mensch und ja, wir haben einfach alle zu Hause sehr leiden müssen. Also auch meine Mutter. Also man muss einfach mal klar sagen, meine Mutter hat auch unter meinem Vater gelitten und wurde geschlagen und unterdrückt und missbraucht. Und ja, aber das war halt bei uns Kindern halt auch gang und gäbe, dass das halt so Alltag wurde, dass unser Vater uns dort so extrem schlug und auch die Türen abgeschlossen hatte, wenn sie weg waren. Das hat meine Mutter auch gemacht. Also wenn die beide weg waren, dann wurden die Kinder zu Hause eingeschlossen? Genau. Ja. Also dann wurden die Türen abgeschlossen und dann haben wir stundenlang im Zimmer verbracht, alleine. Ja. Und ja, und das war schon sehr schwer. Aber was halt eigentlich so, der Hauptgrund eigentlich war für mich persönlich, ganz von zu Hause wegzugehen, war eigentlich der sexuelle Missbrauch und dass halt der beste Freund meines Vaters auch versucht hatte, mich mit 10 Jahren umzubringen, also mir fast das Leben genommen hätte. Ich das mit ganz viel Glück überlebt habe und ich dann gemerkt hatte, mir hilft doch eh keiner. Also meine Mutter hilft mir nicht, die weiß alles. Mein Vater, der kann machen, was er will und ich halte das hier nicht mehr aus und bin dann weggelaufen, bin zur Polizei und habe meinen Vater angezeigt, bin dann in ein Kinderheim gekommen und ja, bin haben Sie dann sozusagen dann doch, als Sie den Vater angezeigt haben, haben Sie erstmal da behalten, haben ein Kinderheim besucht? Ich habe gesagt, ich wollte nicht mehr nach Hause, ich will nie mehr nach Hause, das war direkt meine Bedingung, ich will nie wieder nach Hause und bin dann sofort in ein Kinderheim gebracht worden. Das war auch erst da, erst war es ganz schön da, ich war in einem im Aufnahmeheim, was ganz, ganz toll war. Es war aber halt nur ein Aufnahmeheim, wo man dann von dort aus in ein anderes Heim untergebracht wird. Zu Hause war in Duisburg, das Kinderheim war, glaube ich, in Hilden dann später und dann der Weg dann nach Köln auf die Domplatte. Ich habe dann ganz viele Leute auf einmal kennengelernt, unter anderem halt eine Jenny und ja, die mich halt direkt eingenommen hatte und ja, so getan hatte, als wenn sie mich schon immer kennen würde und mich jetzt beschützen müsste. Ich bin ja jetzt so die kleine Cousinchen und ja, und so hat man mich halt dann da. Sabrina, das ist ein Bild aus der Zeit. Ja, genau. Sieht aus wie ein lustiger kleiner Junge. Ja, ich wollte auch Junge sein. Ich wollte Junge sein. Und das war die Zeit auf dem Bild aus Kölner Hauptbahnhof. Das ist genau ganz die in der Zeit. Nähe sozusagen der Domplatte gleich nebenan. Wie haben denn die Eltern reagiert? Sind sie gesucht worden? Meine Eltern? Ja, oder jetzt ist er weg, ist gut. Nee, also bei meinen Eltern, das war einfach. Also ich hatte immer unglaubliche Angst, dass mein Vater mich suchen würde. Ja. Aber meine Mutter, nee, also die Polizei hat ganz oft bei meiner Mutter angerufen, wenn die mich aufgegriffen hatten. Und dann hatte. Ja, traurigerweise, meine Mutter hat immer gesagt, sie hat nur 2 Töchter. Ich habe mir dazu ausgesucht, also muss ich das jetzt auch so leben. Und nee, sie hat nicht nach mir gesucht. Ganz im Gegenteil, ich war ja das Problem, was ja dann im Endeffekt weg war. Und nee, mich hat eigentlich niemand gesucht, muss man mal ganz klar sagen. Auch, man muss auch ganz klar sagen, dass mich auch die Gesellschaft nicht wahrgenommen hat, außer die Leute auf der Straße. Ja, aber was macht das Jugendamt? Sie sind registriert, die Eltern das sind Jugendamt, registriert? Soll ich Ihnen was sagen? Ja. Das ist heute für mich so ein anklagender Punkt, wo ich heute sage, Jugendämter versagen auf ganzer Linie und auch heute noch. Es war damals so gewesen, dass wir eine Frau vom Jugendamt bei uns als soziale Betreuerin zu Hause hatten, die uns regelmäßig besucht hatte. Mhm. Da war augenscheinlich für den Moment alles perfekt. Aber man wusste ja eigentlich schon,
dass diese Probleme bei uns in der Familie einfach ganz aktuell Mutter sind. Mutter ist, glaube ich, Sinti, ist richtig? Genau, meine Mutter war Sinti, es leben beide nicht mehr, meine Eltern leben nicht mehr. Meine Mutter war Sinti gewesen, genau. Und dann kommt noch die komplexe Sitte nämlich dazu. Ja. Und wo dann das Jugendamt dann sagte, ja, okay, man würde halt auf Rücksicht der Sitte halt nicht so gut einschreiten können in den Familien. Das ist so ein völlig falsches Toleranzbild des Jugendamtes. Man kann ja nicht sagen, man muss sie leben lassen in ihrer eigenen Kultur. Ja, genau. Und man kann ja nicht sagen, ach, nur weil die eine andere Kultur haben, ja, okay, dann können Kinder geschlagen werden und Kinder sexuell missbraucht werden und, und. Ich möchte jetzt direkt klarstellen, das wird nicht in jeder Sinti-Familie so sein. Aber es war halt in meiner Familie so. Mein Vater war Deutsch-Holländer gewesen, ja, also erübrigt sich das Bild halt so, dass auch mal so Sinti und Deutsch, also es gibt halt von jeder Nationalität gute und böse Menschen. Aber das Jugendamt hat es halt mitbekommen und hat halt nichts gemacht. Und halt die Begründung war halt darauf, dass sie A, meinen Vater schon sehr, sehr lange kannten, B, diese komplexe Sitte dazu gekommen ist, also diese Gebräuche, die Zigeuner halt haben. Und da haben die dann gesagt, nö, das ist halt da so. Und da gehen wir lieber gar nicht rein und wir lassen das am besten laufen. Und das ist auch heute noch so. Das muss man mal ganz klar sagen. Sabrina, erkennt sich da wieder in dem Alltag, den Matze gerade beschreibt? Nein. Nein, überhaupt gar nicht, weil ich habe den Alltag ein bisschen anders gehabt. Dadurch, dass ich halt so jung war, ne? Man denkt ja dann da auch anders, man ist ja viel flippiger. Also ich hatte so Grundprinzipien gehabt, als ich auf die Straße kam. Also das, auch gar nicht, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich habe das so als Kind so empfunden. Ich habe nie auf der Straße gelegen zum Beispiel. Ich hatte nie einen Schlafsack. Das war für mich so... Da komme ich nie wieder raus, wenn ich jetzt also einen Schlafsack kriege. Nur bei Bekannten schlafen und Freunden? Nee, ich habe mal bei Jenny konnte ich zwischenzeitlich schlafen und ansonsten habe ich im Sitzen geschlafen oder bin mit der Bahn, mit der 16 damals Richtung Bonn, Bad Godesberg, einmal hin und zurück. Bin ich hinter und zurück oder was? Genau, also... Zum Schlafen? Ja, zum Schlafen. Ich meine, kommt der Schaffner weg dann auf? Nee, ja, kann passieren, ne? Wenn die dann da Kontrolle machen, dann muss man auch wieder raus. Aber die meiste Zeit war es damals so, dass da nicht kontrolliert worden ist. Also das wussten Sie, dass das so eine Strecke ist, wo man sich mal schön ein bisschen ausruhen kann. Ja, das hatte ich durch die Leute dann da erfahren und bin dann da die Strecke dann auch dann runter Richtung Bonn-Bad Godesberg, Endstation und dann wieder zurück. Man musste auch da nicht aussteigen, sondern man konnte in der Bahn sitzen bleiben und dann fuhr die Bahn wieder zurück. Und das waren dann so 3,5 Stunden. Und das hat dann schon gereicht. Ja. Und ansonsten im Sitzen. Sabrina, hatten Sie mal was zu essen? Ja, ich hatte auch zu essen. Also ich habe geklaut. Ich habe mir halt so mein Essen geklaut. Ich habe viel Süßigkeiten gegessen. Und ja, ich war trainiert im Nichtessen. Also ich war... Richtig über einen langen Zeitraum. Ja, ich kann das ja schon von zu Hause. Ich kann das schon von zu Hause her, dass diese Unregelmäßigkeit an Essen, also dass ich tagelang nichts gegessen habe, dass ich mir mit meinem Bruder, meine Mutter gab uns 2 Scheiben Brot, da war sie weg, die Tür war zu, dann habe ich mir mit meinem Bruder das Brot geteilt. Wir haben das in ganz viele kleine Stücke zerrissen, weil wir dachten, das ist jetzt mehr. Und dadurch war ich halt... trainiert halt nicht zu essen und es hat mir auch nichts ausgemacht, weil so ein Hungergefühl, das hat man dann so 2-3 Tage und wenn dann dieses Hungergefühl weg ist, dann kommt es auch so schnell nicht wieder. Also es ist dann weg und da muss man es eigentlich wieder trainieren, Hunger zu bekommen. Und ja, und das war dann so ein schleichender Prozess. Ich muss auch sagen, das ist so, dass das Einzige, was mich eigentlich so aus dieser Zeit, aus Kindheit, Straßenzeit bis heute hin begleitet, ist das Essproblem. Also, das ist irgendwie geblieben? Ja, für mich persönlich schon. Also es ist immer so ein Auf und Ab. Also es gibt Phasen, wo ich sehr gut und sehr, sehr gerne esse und richtig Spaß dran habe und total spaßig am Kochen habe. Und dann gibt es Phasen, dann habe ich irgendwelche Gedanken mit dem Buch, dann kommt alles wieder hoch. Dann fällt man in so ein Depressionsloch, man ist traurig und ja, und dann passiert das ganz schnell. Oh, wir haben schon Abend. Hast schon was gegessen? Nee. Ich habe jetzt auch gar keinen Hunger. Und ja, also das... Sabrina, wenn Sie das so erzählen, und heute weiß ich, leben in Köln, haben 5 Kinder, 5 Kinder. Erzählen Sie denen was davon, was früher war? Wissen also Sie meine, meine beiden Großen, groß ist relativ, also ich habe eine 14-Jährige und einen 9-Jährigen, die halt im Alter sind, wo sie es ein bisschen verstehen. Gabrielle ist 5, sie hat das so ein bisschen mitbekommen. Ja, das wissen die. Einfach auch...
durch jetzt da die Geschichte mit dem Buch ein Stück weit Einblick in der Sitte, wo ich ja herkomme und ja, und warum bin ich in Köln? Und ja, und da bin ich auch ehrlich, also es wäre schade, wenn ich meine Kinder da belügen würde, weil mir ist es deswegen so wichtig, dass sie das wissen, damit meine Kinder einfach auch Werte kennenlernen, dass sie wissen, ja, die Mama meckert den ganzen Tag rum, aber dafür ist eine Mama da, dass man dann auch meckert. Und ja, und die Mama, die hängt die ganze Zeit, boah, die nervt mich aber jetzt. Ja, aber dafür ist eine richtige Mama da, dass sie nervt, dass sie immer da ist, dass sie bei allen Aktivitäten immer dabei ist und immer irgendwie nörgelt und Zuspruch gibt. Bei mir war es so, dass früher auf der Straße so meine Lieblingsdroge LSD war. Ja. Einfach aus der Tatsache heraus. Ich war ja sonst immer die Person, die immer geschlagen worden ist und immer die Kleine war. Und ja, mit LSD war es umgekehrt. Da war ich groß und alle anderen waren klein. LSD ist aber eine richtige Psychodroge. Ja, kann natürlich auch mal so schwer nach hinten losgehen, dass man irgendwo hinfliegt und hinfährt, wo es nicht so schön ist. Habe ich auch alles erlebt. Also man sagt ja da diesen Horrorfilm, den man dann hat. Ja, das ging dann so, dass ich das Gefühl hatte, meine Haut löst sich komplett von meinem Körper und ich wusste meinen Namen nicht mehr, konnte gar nicht mehr denken. Also es gibt ganz viele Extreme, oder ich habe Ecstasy genommen, die haben meinen Rückenmark, also die Nervenbahnen haben die betäubt. Ich konnte ein halbes Jahr nicht laufen, solche Dinge. Also manche greifen dann zur Nadel. Sabine, haben Sie da irgendwo eine Grenze gezogen, was Heroin oder was, was Age betrifft? Ja, die Grenze war, da muss ich sagen, da hatte ich wirklich Glück. Einfach nur Glück, weil ich, als ich nach Köln gekommen bin und ich am Hauptbahnhof angekommen bin, hatte ich eine Situation, da habe ich eine junge Frau gesehen am Hauptbahnhof, die halt im Stehen ganz komische Posen annahm. Und ich dachte, was ist denn das? Und war total, was ist denn das? Und habe die ganze Zeit eigentlich darauf gewartet, dass sie umfällt. Aber sie ist nicht umgefallen. Sie lag kurz vorm Boden, aber sie ist nicht umgefallen. Und ja, und Jenny, und nachher hatte ich diese Frau dann wieder gesehen, dann erzählte ich dieser Jenny davon, sag ich, hey, boah, die habe ich eben da gesehen und so. Und dann sagte sie, ja, und die ist voll auf Schore. Ja. Und dann dachte ich, was ist das denn so? Sie so, ja, Heroin, einer der schlimmsten Drogen. Und da, das war direkt für mich klar, niemals, egal, niemals sowas. Also da die Grenze gezogen, Haschisch, Marihuana, LSD und dann nicht, aber keine Nadel. Keine Nadel, ja. Jetzt ist ja die Frage, wie finanziert man das, wenn man draußen lebt? Wo kommt die Kohle her? Also ich brauchte dafür keine Kohle zu dem Zeitpunkt. A, ich war die Jüngste von allen. Ja. Und B, war es so, dass ich halt bei vielen Punks, auch mit vielen Punks unterwegs war. Und das war halt ein Geben und ein Nehmen. Also der, dann sind dann da 30 oder, ja, sagen wir mal 25 Punks. Da hat der eine was Gras, der andere hat Speed. Dann hat der andere neue Trips irgendwie aus Holland mitgebracht. Ja, und dann wird das in der Runde verteilt. Hey, wie hast du schon mal einen Trip genommen? Na, hier, jetzt kriegst du mal einen. So, so funktioniert das Ganze. Und das ist dann ein Kreislauf. Das ist immer einer da, der die anderen stückweise versorgen kann. Jetzt hat ja hier eine Wendung stattgefunden. Sabrina hat 5 Kinder, lebt nicht mehr auf der Straße. Was war denn der Wendepunkt? Der Wendepunkt war ja eigentlich mein Mann. Also erstens war es die Liebe gewesen, die mich dort rausgeholt hat, und zweitens einfach auch einen Traum zu haben. Also ich hatte schon immer einen Traum gehabt, ein eigenes Leben zu haben. Also es war auch schon als kleines Mädchen so, dass ich immer geträumt hatte, endlich ein schönes Leben zu haben. Wie ist das später, wenn ich groß bin? Was arbeite ich wohl? Und diese Grundträume hatte ich ja schon als Kind gehabt. Ja, und ich war damals 22 und dann fing ich auch eigentlich an. Also es war so, dass ich habe mich so verliebt in ihn, dass ich einfach dachte, ich will jetzt auch wer sein. Ich habe da ja nicht mehr groß auf der Straße gelebt, aber mich hat es immer wieder dorthin gezogen. Und das war was, ich wollte mich beweisen. Ich wollte zeigen, hey, ich bin wer und das, was ich noch nicht habe, kann ich mir erarbeiten. Und er sagte dann, Mensch, du gehst nicht arbeiten, kein Schulabschluss, was ist denn das und so. Und stand eigentlich klagend auch vor mir. Und dann dachte ich, ja, so redet der über mich. Okay, du zeigst es denen jetzt doch mal. Und bin dann zum Arbeitsamt gegangen und sagte, hey, ich will arbeiten. Und dann sagten die, ja, wie sieht's denn aus hier mit dem Schulabschluss, hast du einen? Und dann, nee, hab ich nicht. Ja, haben sie mal drüber nachgedacht. Dachte ich, ja, ich bin schon
zu alt für einen Schulabschluss, kann ich auch keine Schule mehr machen. Dann alles und dann gemacht. Und dann hatte man mir aber erklärt, natürlich können Sie das noch machen, über einen zweiten Bildungsweg. Dann bin ich los in die Schule marschiert, da hat man mich absolut in Frage gestellt, liebe Frau Paul, nochmal. Das war, wo sie sagte, ja, wissen Sie, liebe Frau Paul war jetzt die, meine Tutorin damals in meiner Schule, wo ich erfolgreich alles abgeschlossen habe, HSA, FOR. Habe ich alles erfolgreich. Zahntechnikerin. Genau, und bei Alten- und Krankenpflegerin. Fünf Kinder. Wow.